Und da wechsle ich auch bewusst mal die Positionen und gehe hier runter und sage, mein lieber Herr Scheubach, wie gesagt, über die Fürsorge bin ich ja positiv ergriffen. Nur hätten Sie die mir schon mal vorher anzeigen können. Also, nur mal ganz kurz, damit auch die geneigte Öffentlichkeit das auch mitnimmt, damit nie ein falsches Bild und ich nur immer in der Zeitung lesen muss, was Herr Scheubach von sich gibt. Ich habe am 3.9. in einer Sonderältestenratssitzung vor der letzten Stadtratssitzung die Ältesten zusammengenommen, habe ihnen sowohl die Struktur der Geschäftsbereiche wie die Vertretungsreihenfolge Vorschläge meinerseits ausgereicht. Am 7.9. in der regulären Ältestenratssitzung habe ich speziell auch nochmal auf einen Punkt, der immer wieder mein medial an mich herangespielt wird, persönlich aber noch nie vorgetragen worden ist, zu dem Thema, dass das nie harmoniert, was beschlossen worden ist, Geschäftsbereichsverteilung mit dem, was ich vorgelegt habe. Und mir schien, dass ein Punkt dabei besondere Beachtung befindet, und das ist die Krankenhauszuordnung. Deswegen habe ich in der Ältestenratssitzung am 7.9. explizit Fraktion Die Linke im Protokoll nachzulesen, aufgefordert, sollten Sie damit Probleme haben, gar kein Problem, ich mache sofort eine Änderung und weise die Krankenhäuser dem Geschäftsbereich 5 zu. Bis heute keine Rückmeldung. Am 14.9. hatten wir wieder Ältestenratssitzung. In der lag nun ganz regulär das, was ich 11 Tage vorher in einer vertrauensvollen, guten Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, was ich ja immer bekundet habe, mein Ziel ist, jetzt, weil bis dato keinerlei Anmerkungen zu dem Thema Vertretungsreihenfolge bei mir eingegangen sind, jetzt meine Vorlage für die Überweisung an die Gremien des Stadtrates vor. Wieder keinerlei Anmerkung. Weder, dass man Diskussionsbedarf hat, noch, dass man mit irgendwie dem Verfahren nicht einverstanden ist, noch nichts. Und insofern haben wir es auf den Weg gebracht. Nun hatten wir zwischen dem 14. und dem 24. nochmal 10 Tage Zeit. Ich lese Zeitung. Da kann ich dann durchaus Kommentierungen bekommen. Persönlich bei mir. Fehlanzeige. Bis gestern, das will ich ehrlicherweise sagen, als mich gestern Nachmittag Frau Filius-Jene stellvertretend angerufen hat. Sage ich mal, ja, war ich auch erstmal positiv. Sage, denke drüber nach. Wenige Zeit später konnte ich neues Geplänkel erleben und das sage ich mal, so habe ich weder die Zeit für diese Stadt zu arbeiten, noch kann das Verantwortungswahrnehmung sein. Ich komme dann gleich nochmal zum Bericht des Oberbürgermeisters. Wir haben im Moment ganz andere Probleme zu klären, als uns in solchen Spielchen hier aufzulösen. Und wer mit mir gut zusammenarbeiten will, der nimmt zum Telefon oder reagiert in der Ältestenratssitzung oder daneben. Und dann werden wir auch einen Weg finden. Aber so, dass ich eine Kommunikation via Presse erfolge, nein, ich rede dagegen, dass wir das heute vertagen. Ich möchte, dass es zu einer Entscheidung kommt. Sollten Sie vertagen, will ich nur darauf hinweisen, bin da ganz entspannt. Es gibt eine derzeitig gültige Vertretungsreihenfolge von den noch gewählten Bürgermeistern, die heißt, GB3 ist mein direkter Vertreter, dann kommt GB2 und solange wie er noch da ist, GB4 als nächster. Und das ist es. Und wenn Herr Dr. Luna dann ausscheidet, dann ist es nur noch Herr Zittel und dann Herr Vorjahan. Ich warte.